Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alawache 1993, auf der Map Nuketown 2025 im Spielmodus Team Deathmatch. Ja, diese Woche ist mal ein bisschen Team Deathmatch Woche und wir spielen heute, wo sie denn, mit der MP7, Vollmantelgeschoss, Laser, Markiere, erweiterte Magazine, hat leider keine blühe Totenstelle, Gewandtheit, Primärwaffe und extra 3G. Und ich habe wieder verpeilt, Tarnung aufzuknallen. Ist sauber. Nun gut, Nuketown ist, läuft. Nuketown ist eigentlich eine Hass-Map von mir, das muss man echt gestehen, weil es ein bisschen arg klein spielt sie, aber trotzdem recht, recht gediegen. Vor allem, weil man, wenn man eine schnelle Waffe hat, siehe MP7 oder so, halt mit sehr, sehr hoher Schussfolge, da kann man die Gegner doch sehr, sehr super da wegziehen. Darum habe ich mir auch erweiterte Magazine reingepackt, um halt hier die Leute einen nach dem anderen wegzuknallen. Um halt die nötigen Muni-Reserven zu haben. Nein. Schalldämpfer könnte man hier auch nehmen. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Option. Aber dahin war einer. Ist nicht jetzt so berauschend, weil man dadurch ja natürlich den Schaden verliert, den ich beispielsweise jetzt durch Vollmantel ein bisschen aufgebufft habe. Na, scheiße. Ich war kurz vom AGR. Ich denke mal, der AGR wird hier definitiv positiv werden. Habe ich zumindest so ein Gefühl, weil wenn man da hinten in den Spawn reinfährt, wirklich, block mich nicht, kann man da, denke ich mal, doch gut was reißen. Aber dazu muss ich erstmal den AGR kriegen, was so Nuketown eigentlich mehr oder weniger recht schwer ist, da irgendwas zu reißen, weil die wirklich einen Stellungskrieg so gesehen hier betreiben. Einer rusht mal rüber zu uns im Spawn, gut, das geht immer noch. Aber ansonsten ist das hier wirklich mehr, lol, mehr ein Stellungskrieg, was hart ist. Da ist der angesprochene Rusher und wir haben den Spawn geswitcht, was eigentlich richtig behindert ist. Und er spielt mit Shotgun und Dingens. Meine Fresse, ich werde gerade nur weggeholt. 8-8. Wirklich gut spielen die anderen aber nicht. Problem ist halt immer nur, dass die wirklich bis zum Gehen nicht mehr campen und alles. Ja, und dann habe ich natürlich immer so ein Time, also ein wirklich Unlucky Time. Hört sich ein bisschen besser an. Und das ist halt immer das Problem, das man halt hier hat, wo man wirklich sehr aufpassen muss. Für sowas habe ich Laservisier mit drinne, dass man hier ein bisschen sprayen kann. Ich finde die, dass die so oder so besser gebaut ist zum Sprayen, die MP7. Als überhaupt irgendwie großartig zum Anvisieren. Na komm, sterb. Ich muss jetzt unbedingt weg. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Ich habe keine Sekundärwaffe mit drin. Das muss einem auch in meinem Clan sein, wenn man halt ohne Secondary spielt, dass man halt wirklich sehr schnell immer agiert. Um da halt den Death da entgegenzuwirken. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Finde ich zwar ein bisschen traurig und ein bisschen schade. Weil das hätte schon hier mein AGR sein können, aber gut, egal. Kann man halt nichts machen. Gut. Und der Spawn ist wieder geswitcht. Ja, das ist halt nicht so wie bei den Herrschaft beispielsweise. Na, scheiße. Wo man denn halt Spawn campen, was sehr, sehr viel auf Nuketown machen, hier betreiben kann. Der kommt hier rum. Der ist tot. Da oben ist... Doch, da ist er. Ich habe nur einen Assist bekommen, schade eigentlich. Aber war auch recht schwer, da den jetzt rauszupicken. Weil man kann da einfach nur Predict-Shotten und auf gut Glück hoffen, dass der... Lol. Ich habe eigentlich gehofft, beziehungsweise gedacht, dass das ein Corpadre ist von mir. Und der Spawner ist wieder geswitcht, jo. Das ist das Problem eigentlich, dass meine Leute hier so arg viel umherrennen. Na, scheiße. Ich habe damit eigentlich schon gerechnet, weil mein Kollege vor mir halt schon gestorben ist. Aber war halt doch ein bisschen unlucky. Wieder mal. Komm, scheiß auf Visierung. Braucht kein Schwein, so wie es aussieht. So, das war gut, dass ich da wirklich... Wie viel Schuss habe ich denn? 54 statt 30, ohne Scheiß. Ja, man kann MP7 beispielsweise auch... Hat normalerweise 30. Alter, der
Spacko mit seinen Snipers sind aber auch nur am Campen. Ja, eine MP7 hat halt verschiedene Magazingrößen. Wie realistisch jetzt das erweiterte Magazin ist mit 54, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich tot. Ne, auf jeden Fall kann man die MP7 mit dem großen Magazin sind, glaube ich, 30 Schuss drin, ja. Und, ach komm schon mal, du Hurensohn-Sniper. Und dann noch mit einer Autosniper. Also mit so einer Semi-Tacke. Semi-Automatik, also kein mit ohne Bolt-Catch. Ja. Ich laufe aber auch jedes Mal in ihn rein, ne? Der ist nur am Campen da hinten. Das ist so widerlich. Den holen wir jetzt mal durch die Wand. Ich habe ja genug Schuss. Ach, scheiße. Und dann triggert er mich um. Na gut, egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau. Normalerweise sind die kleinen Magazine 20 Schuss. Und die großen sind 30 Schuss. Inwiefern jetzt ein riesengroßes Magazin mit 54 Schuss realistisch ist, weiß ich nicht. Weil ich bin der Meinung, dass die erweiterten Magazine für MP7 schon 30 Schuss sind. Und ja, ist zwar jetzt nicht so ein guter Score in 24-18, aber man muss sagen, ich bin nur von Campern weggeholt worden, beziehungsweise 4 Kills oder 4 Deaths halt durch den Camper, durch den scheiß Sniper-Camper weggeholt worden, was ich ein bisschen doof finde. Aber nun gut, egal, das kann man halt nur nicht sagen, beziehungsweise nicht verleugnen, und das ist halt Nuketown. Ist halt normal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin raus. Ich bin Alewach 1993. Sehr kurze Runde. Ich denke mal 6 Minuten oder so. Ein oder zwei Lieder wieder im Hintergrund. Zwar wieder die gleichen. Aber egal. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr vielleicht ein andere Lieder kennt. So free copyright mäßig. Und ich bin raus. Ich bin Alewach 1993. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.